Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich nur Pets, die keiner mag. Ihr habt richtig gehört, Pets, die keiner mag. Seid gespannt, was wir für diese Pets für Trades bekommen. Und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft keine Verlosungen und Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute ist wieder Roblox Adopt Me. Heute gibt es wieder ein Trading-Video von mir und zwar trade ich heute nur Pets, die keiner mag. Okay. Ja, krass, oder? Leute, ich bin mega, mega gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob die wirklich keiner mag oder nur die meisten nicht mögen. Aber ich werde mein allerbestes geben, die Pets zu traden, die letztendlich, ich denke, dass keiner mag. Das geht jetzt nicht darum, dass ich irgendein Pet bashen möchte oder so. Ich finde alle Pets mega, mega süß. Aber es gibt eben Pets, die man lieber mag als andere Pets. Ich liebe zum Beispiel meine kleine Jerry. Die habe ich im letzten Video getradet. Sie ist so putzig, Leute, oder? Falls ihr das Video verpasst habt, ich verlinke es euch mal im i. Sie ist einfach nur ein absoluter Traum. Sie wird heute nicht getradet, Leute. Denn heute traden wir nur Pets, die keiner mag. Falls ihr auch mal mit mir traden wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Roblox. Mein Name ist Sandy Roll. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung, genauso wie mein Discord-Link. Ihr könnt meinem Discord-Server joinen, da poste ich immer in der Gruppe Roblox Just Chatting, wenn ich auf einen öffentlichen Server gehe. Denn dann könnt ihr mir nachjoinen. Ich habe die Follows für meine Follower immer an. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los. Dann sind wir auf einem öffentlichen Server und jetzt wartet mal ganz kurz. Wir machen als allererstes die Trades an. Ich muss immer aufpassen, dass ich die Trades anmache und nicht die Geschenke. Und wir haben uns jetzt gerade schon unterhalten über verschiedene Skins und ich bin jetzt gespannt, ob überhaupt jemand mit mir traden möchte, wenn wir die Pets aussuchen, die letztendlich keiner mag. Ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal mit so einem kleinen, süßen, tasmanischen Tiger an. Denn gibt es irgendjemand, der ihn mag? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Die erste ist I am Josie Lenya. Die Josie hat mir letztes Mal den Koala geschenkt. Und sie so, okay, ich biete eine Frost Fury und eine Owl. Und sie so, um Gottes Willen, ein tasmanischer Tiger. Oh, ein Fennec Fox, den nehme ich. Ja, 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 den nehme ich, Josie. Ja! Okay, sie hat sich gedacht, die Arme, will ihn loswerden. Ich gebe dir dafür das süßeste kleine Pet in Uncommon. Er ist Carmen, er ist Uncommon, er ist immer im Spiel, er nicht. Aber ich hätte gesagt, das war schon mal ein mega krasser erster Trade. Josie, vielen, vielen, vielen Dank. Und was ich gerade noch eben sagen wollte, die Josie hat mir den Koala geschenkt in meinem Video. Wir probieren es mit einem Otter. Lasst uns zwei Otter anbieten. Bin ich sicher, Roblox-Gamer-Girl Leni. Sie möchte einen Neon-Dingo mir geben? Das kann ich nicht annehmen. Ich habe sie jetzt gefragt, ob sie einen normalen Dingo hat, weil ich kann es definitiv nicht annehmen, einen Neon-Dingo. Und die Leni hat einen normalen Dingo reingetan, denn alles andere, Leute, wäre einfach nicht fair gewesen. Und falls ihr es nicht wisst, ich versuche gerade einen Neon-Dingo zu machen und das nächste Neon-Video kommt tatsächlich bald. Oh mein Gott, Leni, ich danke dir tausendmal für deinen wundervollen Dingo und ganz viel Spaß mit den Ottern. Und ich finde die Otter mega, mega süß, wenn die Neon sind. Leute. So, was können wir als nächstes traden? Lasst uns mal so einen Ground Sloth traden. Und die arme Mini-Schnuppi denkt, oh mein Gott, ein Dingo! Ja, yeah, yeah, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie einfach alle wissen, dass ich Dingos liebe. Leute, ich sammle Dingos. Will sie mir wirklich zwei Dingos geben? Nein, sie will mir einen Dingo geben. Okay. Will sie mir einen Dingo geben? Wir machen das. Wir machen das. Bitte, bitte. Ja! Mini-Schnuppi, gib mir einen Dingo. Es tut mir leid, Leute, ich bin hysterisch, aber falls ihr mein Video nicht gesehen habt von den Aussie Eggs, guckt es euch auf jeden Fall an und guckt dann das Video erst weiter, denn ich liebe Dingos und ich danke dir viel, 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 vielmals für deinen Dingo, Mini-Schnuppi. Das ist mega, mega, mega süß von dir und viel Spaß mit den Ground Sloths. Da weiß ich auch nicht, wie die Neon aussehen, Leute. Das müssten wir tatsächlich auch mal ausprobieren. Oh, die Sahne, die trägt eine kleine Kuh rum. Hast du Offer für Kau? Ich hab schon, wartet mal ganz kurz, Kau. Ich hab zwei. Guckt mal, ich hab bereits zwei.
Seht ihr das? Also ich bin ein Robodog. Jetzt war ich zu langsam. Jetzt habe ich zu lang gebraucht. Warte bitte. Ich Leute, wir bieten Pinguin. Wartet, wir bieten Pinguin. Wer mag im Moment Pinguine? Niemand. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Pinguine, aber im Moment hasst jeder Pinguine, da wir immer noch dieses Rennen haben. Hier hinten ist es das Pinguinrennen und ja, deswegen mögen wir, glaube ich, alle im Moment keine Pinguine. Wunschtraum 333, würdest du deinen Trade vielleicht gerne anpassen für diesen Pinguin? Ich könnte vielleicht noch einen Yeti draufpacken. Yeti und Pinguin? Ich meine, es ist es nicht wert, Leute, ne? Ich kann den Trade definitiv nicht annehmen, aber wir könnten vielleicht mal die ganzen Pets, die keiner mag, einfach zusammen in einen Trade packen. Wartet kurz, wir nehmen noch einen Otter, einen tasmanischen Tiger, einen Ground Sloth. Oh mein Gott, Leute. Und oh mein Gott, einen Büffel. Wir nehmen zwei Büffel. Ist das ein fairer Trade? Nein, Leute, das ist absolut kein fairer Trade. Die Arme, glaube ich, wird erst verstehen, was ich da in Gottes Namen mache, wenn sie mein Video sieht. Deswegen hätte ich gesagt, wir declinen einfach ganz kurz den Trade, denn erst ich schäme mich ein bisschen. Leute, kennt ihr das? Also nicht fremdschämen, sondern für sich selber schämen. Ich weiß nicht, ob diese Videoidee so richtig klasse war, aber... Oh, die Josie! Die Josie, die Josie, die Josie möchte nochmal... Sie hat eine Kuh! Oh mein Gott, was könnten wir ihr denn für diese Kuh bieten? Das Problem ist, wir wollten ja eigentlich Tiere traden, die keiner mag. Leute von heute, was bieten wir ihr denn für diese Kuh? Ich bin mir nicht sicher. Die ist mega putzig, diese Kuh. Ich hätte sie schon irgendwie gerne, ne? Was machen wir denn jetzt? Ich meine, ne, ich hätte gesagt, wir klammern es einfach mal ganz kurz aus und überlegen uns mal ganz kurz... Oh, sie hat declined, denn ich habe zu lange gebraucht. Ach Mann, Mini Schnuppi ist zurück. Mini Schnuppi, möchtest du noch so ein Pet, das keiner möchte? Jetzt warte bitte. Jetzt war ich schaff's. Guck mal, ich biete jetzt zwei Buffalos. Mini Schnuppi, es tut mir leid. Es tut mir leid. Sie bietet mir einen Pterodactyl. Für zwei Buffalos. Einen Rare Pterodactyl. Oder ich glaube, es heißt Pterodactyl, Leute. Für zwei Buffalos. Das ist ein guter Trade, Leute. Wir probieren es mal. Wir sind einfach... Oh, sie hat angenommen. Oh mein Gott, Mini Schnuppi denkt sich, die Arme will einfach nur ihre Pets loswerden. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank, Mini Schnuppi. Sonst will keiner mit mir traden, weil ich glaube, alle finden einfach die Pets zu hässlich. Es ist in Ordnung. Ihr müsst nicht mit mir traden, weil ich glaube, es ist schon so, Leute. Das sind einfach Pets, die wirklich niemand mag und es ist wirklich schwer, die zu traden. Definitiv. Dann haben wir noch einen Trade reinbekommen von LinWater27. Wollen wir nochmal versuchen? So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt einen Büffel und einen Otter. Und jetzt wartet, wir machen noch irgendwas anderes. Ein Neon Bandicoot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Den möchte ich. Ich bin überfordert. Wen nehmen wir denn noch? Was sind denn noch Pets, die keiner mag? Ich. Hilfe! Ein paar Sekunden später. Ground Sloth. Und... Wartet kurz, was ist denn noch ein Pet, das niemand mag? Bitte. Ich hab's vergessen, ich weiß es nicht mehr. Wollen wir noch... Nein, jetzt hat sie... eine Ride-Eule. Ich befürchte, dass ich halt irgendwie nix hab dafür. Jetzt wartet mal, wollen wir noch mal das mit... Wir haben noch Pinguine. Leute, lass uns einen Pinguin anbieten, oder? Ein Pinguin für eine Ride-Eule? Das ist vielleicht... Ist ein guter Trade? Ich bin mir nicht sicher... Ist es ein guter Trade? Die Eule kostet 10.000 Gingerbread, aber die Ride Potion ist halt jetzt auch noch dabei. Ich befürchte, dass es irgendwie kein guter Trade ist für sie. Von daher muss ich wahrscheinlich einfach ne, sagen, okay, wir könnten ihr noch einen Yeti anbieten. Ein Yeti, ein Pinguin, ein Buffalo. Ich habe leider schon genug Koalas. Es tut mir leid, Lynn. Robux Girl ist die nächste. So, wir probieren es jetzt nochmal. Jetzt wartet mal, was hatten wir denn gerade ausprobiert? Ich bin ein bisschen lost heute. Oh mein Gott, ein Red Panda. Leute, wartet mal, wir wollten so einen Mix machen, ne? Wir wollten so einen Mix machen aus den verschiedenen Tieren, die letztendlich niemand mag. So, möchtest du vier Common Pets No. gegen deinen Red Panda tauschen? Und sie denkt sich, ist nicht ihr Ernst, Alter. Was, sie möchte wirklich? Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Trade ist für sie. Leute, schreibt mir mal sehr, sehr gerne jetzt in die Kommentare. Ist es ein guter Trade für sie?
dass sie 4 Common Pets bekommt für ihren Red Panda. 20 Bucks! Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte sie ja nicht abziehen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wollen wir ihr noch ein Pet geben? Wartet, wir geben ihr noch irgendein Pet. Was für ein Pet könnten wir ihr denn noch geben? Was für ein Pet mag denn noch niemand? Sieso, könntest du bitte jetzt annehmen? Wollen wir ihr noch ein... Ja, aber die Bunny, ihr sagt immer zu mir, alle, die Bunnies sind so süß. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Sieso, okay, gib sie mir bitte. Ich pass gut auf sie auf. Robux Girl, ich hoffe, du passt gut auf sie auf. Wahrscheinlich tradet sie sie instant weiter. Aber ich freue mich sehr über den Red Panda und ich verspreche dir, er wird bei mir ein sehr, 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 sehr gutes Zuhause bekommen. Vielen, vielen... Oh, jetzt überlegt sie. Oh, das ist... Ja, sie hat doch geclined. Okay, okay, ist alles in Ordnung. Sie hat sich doch gedacht so, nee, das ist irgendwie ein dummer Trade. Da hat sie definitiv recht. Oh mein Gott, eine Neon-Ride-Katze. Das ist so süß, Lara. Das Problem ist, ich trade heute nur Pets, die keiner leiden kann. Was ist das Problem? So, wartet. Wir packen einfach mal alle Pets rein, die wir jetzt so gefunden haben. Wartet kurz. Was hatten wir denn noch? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was ist denn mit mir? Wen hatten wir denn noch? Wir hatten doch 4 Pets, oder gerade? Hatten wir nicht gerade 4 Pets? Bin ich lost? Bitte beantwortet die Frage nicht. Ach, hier. Lol. So, hier. Wir haben 4 Common Pets, aber das ist eine... Oh, Babycat. Sie ist Luminous, eine Babycat. Aber ich befürchte, dass sie, dass die Lara nicht traden möchte. Weil die Pets sind, ne? Also, vielleicht ein bisschen Schmutz. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, was können wir ihr denn noch bieten? Ich bin mir nicht sicher. Was für Pets mögen denn die Leute? Ich glaube nicht, dass es wirklich viele Pets gibt, die die Leute wirklich nicht mögen. Ich hätte gesagt, das sind schon alle die. Wir könnten ihr mehrere von den Pets anbieten. Oh mein Gott, sie hat akzeptiert. Oh, ja, ja, ja. Eine Neon-Ride-Katze, die nehme ich. Oh mein Gott, ich habe einfach lange gewartet, bis die Lara weich geworden ist. Lara, wenn du das jetzt hier siehst, dickes Bussi geht raus an dich. Ich freue mich sehr über diese kleine süße Katze. Weil ich möchte nämlich sehr, 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 sehr gerne eine Neon-Katze Mega-Neon machen. Oder 4 Neon-Katzen Mega-Neon. Die Lea Elisa ist die nächste. Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Pets wir noch haben. Wir haben noch ein paar Leute von heute. Wir haben noch ein paar... Oh mein Gott, ein Ninja-Monkey. Es war mein letzter tasmanischer Tiger und ich hätte gesagt, wir bieten einfach mal 2 Buffalos. Oh mein Gott, der ist Neon. Warte, wir haben noch einen Yeti. Warte bitte. Bitte, bitte warten Sie kurz. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Wir haben noch einen Yeti, den niemand mag. Und, oh, und einen Pinguin. Wartet, wartet, genau den Pinguin, den habe ich ja komplett vergessen. Bitte wartet kurz. Hier. Huh. Okay, also ein Otter, ein Ground Sloth, ein Tasmanian Tiger, 2-mal Buffalo, einen Yeti und einen Penguin. Aber er ist Legendary. Und die Lea dachte sich, Bad Trade, Alter. Bad Trade. Tibor, die Ente, ist der oder die Nächste? Oh mein Gott, ein Unicorn. Oh mein Gott, ich bin mir jetzt gerade... Also ich schäme mich so, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr euch für irgendwas richtig schämt? Und ich... Also es ist mir ein bisschen unangenehm. Es ist mir ein bisschen unangenehm und es tut mir sehr, 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 sehr leid, dass ihr diese Trades mitmachen müsst. Wir bieten einfach mal alles. Wir bieten wieder alles, was wir haben. Ich habe leider schon wieder vergessen, was ich... Ich... Crown Sloth, glaube ich, oder? Wo sind denn die hier? Okay, und Tibor dachte sich, Alter, was ist mit ihr? Dann habe ich meine Trades als allererstes ausgemacht, Leute. Und viel konnten wir definitiv nicht traden. Wir haben eine Neon Cat bekommen, was mich extrem gefreut hat, Leute. Die Neon Cat war der absolute Knaller. Dann haben wir 2 wundervolle Dingos bekommen, Leute. Ich liebe Dingos und ich möchte erstmal meinen Dingo Neon machen und dann möchte ich auf jeden Fall auch einen Mega Neon Dingo machen. Und einen Fennec Fox haben wir bekommen. Ich hätte gesagt, die Pets, die keiner mag, sind extrem schwer zu traden, denn... Ja, ich werde geschoben, ey. Denn ja, es mag sie halt keiner, Leute. Das ist ganz einfach. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat und ihr mehr so eigenartige Videos sehen wollt, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.